Heute geht es mal wieder um das Thema Attitude. Und ich habe ein Thema für dich mitgebracht, wo ich glaube, dass das für viele Menschen total spannend und wichtig ist. Nämlich schwierige Gespräche führen. Und ich bin sicher, auch du hast schon mal irgendein schwieriges Gespräch geführt. Entweder als derjenige, der es führen musste, oder als derjenige, mit dem es geführt wurde. Heute soll es vielmehr darum gehen, was, wenn du mal ein schwieriges Gespräch zu führen hast. Ich habe zu dieser Frage in meiner Unternehmeroffensive Facebook-Gruppe mal die Frage gestellt, wie bereitet ihr euch eigentlich auf schwierige Gespräche vor? Und die Antworten darauf waren sehr heterogen und sehr detailliert, allerdings auch sehr statisch. Im Kontext könnte man sagen, was alle diese Antworten gemeinsam hatten: ich möchte es einfach möglichst schnell hinter mich bringen. Und ich möchte heute mal von einer Erfahrung erzählen, die ich über viele Jahre in meiner Verantwortung als Vertriebschef der Commerzbank gemacht habe. Und vielleicht hilft dir das, künftig schwierige Gespräche, die du zu führen hast, definitiv auch gut vorzubereiten. In der Zeit, als ich in der Commerzbank war und ja eine Vertriebsverantwortung hatte für ein großes Gebiet, hatte ich regelmäßig in meiner Zielvereinbarung drinstehen, dass ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abbauen muss. Das hieß, ich hatte am Anfang eines Jahres einen Bestand an Mitarbeitern A und musste am Ende des Jahres 20, 30, 40 Mitarbeiter dazu bewogen haben, das Unternehmen zu verlassen. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, dass für Menschen, die so eine Nachricht empfangen, dieses Gespräch alles andere als interessant, als sexy, als erfreulich ist. Denn was du mit so einem Gespräch tust, ist, du nimmst Einfluss auf das Leben des Menschen und dessen Familie. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich für solche Gespräche auch manche Sachen erstmal klar macht. Und die möchte ich dir heute mal mitgeben. Und das hilft dir ganz sicher auch für viele andere Lebenseinstellungen bzw. Lebenssituationen. Erstens, mach dir klar, dass dein Gegenüber definitiv nicht dein Feind ist. Zweitens, oft befindet sich dein Gegenüber auf einer ganz anderen Stufe der Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, immer dann, wenn du ein schwieriges Gespräch führst, dann hat es häufig ja damit zu tun, dass der andere einer bestimmten Erwartung, die er erfüllen müsste, aus deiner Wahrnehmung zumindest, nicht erfüllt. Oder weil ein anderer sich gar nicht so verhalten hat, wie er es könnte, obwohl zwischen euch beiden eine Vereinbarung besteht. Wie gesagt, du kannst das für alle Formen von Beziehungen anwenden. Dritter Punkt. Du möchtest natürlich, dass der andere das, was du sagst, nicht nur hört, sondern du möchtest ja, dass das, was du sagst, auch von demjenigen akzeptiert wird. Nicht nur toleriert, das ist eine andere Baustelle. Du möchtest, dass das, was du an Botschaft mitzugeben hast, akzeptiert wird. Und das ist der höchste Anspruch an ein kritisches Gespräch, an ein schwieriges Gespräch, dass der andere sich im Rahmen der Möglichkeiten, die du schaffst, nach diesem Gespräch mit dir trotzdem auf eine bestimmte Art und Weise wertgeschätzt und wohlfühlt. Und deswegen möchte ich dir jetzt mal ein paar Tipps mitgeben, wie du an so eine Gesprächsplanung rangehen kannst. Das erste ist, bereite dich gut vor. Egal welches Thema du anzusprechen hast, bereite dich gut vor, denn du musst davon ausgehen, dass in dem Moment, wo dein Gegenüber nicht mit dem einverstanden ist, was du sagst, wenn er dir nicht plausibel folgen kann, wenn das, was du ihm zu sagen hast, bei ihm eine Verteidigungsposition erzeugt, dann hast du schon verloren. Das heißt, Vorbereitung auf all das, was entgegnet werden könnte, ist die halbe Miete, das ist der halbe Erfolg für ein solches Gespräch. Wenn du dann mit deinem Gesprächspartner in diesem Gespräch bist, egal wie du emotional drauf bist, du brauchst Empathie. Empathie ist übrigens etwas, das kann man ganz schwer lernen. Empathie hat viel damit zu tun, wie du zwischenmenschlich, nennen wir es mal, Antennen ausgeprägt hast, um zu verstehen, wie der andere sich jetzt gerade fühlen wird. Es gibt so eine Aussage, dass die heißt: Lauf doch mal eine Weile in den Schuhen des anderen, um zu verstehen, wie seine Lebenswirklichkeit aussieht. Versuch dich bitte in die Lage des anderen zu versetzen. Denn gerade beispielsweise in persönlichen Lebensbeziehungen neigen wir Menschen häufig dazu, spontan und impulsiv zu handeln, weil natürlich Emotionen eine Rolle spielen. In privaten Beziehungen sind wir nie frei von Emotionen.
Aber weil wir nicht frei sind, reagieren wir definitiv auch auf eine andere Art und Weise und wir argumentieren auch auf eine andere Art und Weise. Und wenn wir uns allerdings die Zeit nehmen und das bestenfalls vorher, uns einmal in die Situation des anderen hineinzuversetzen, die Fragen, die er oder sie sich stellt, all die Themen, die den anderen bewegen, dann bekommen wir ein viel besseres Gefühl dafür, wie dieses Gespräch sich entwickeln wird. Ein weiterer Punkt ist natürlich, sei entsprechend auch mit einem bestimmten, nennen wir es mal, moralischen Kodex unterwegs. Verwende niemals aggressive Begriffe. Verwende niemals die Art und Weise des Vorwurfs, die du in ein Gespräch einbringst. Schaffe für deine Gespräche oder für dieses Gespräch eine vertrauensvolle Atmosphäre. Wenn du beispielsweise ein Mitarbeitergespräch hast und du hast meinetwegen nicht nur kritische Anmerkungen zu machen, sondern es führt vielleicht zu einer Trennung, dann sollte dieser Mitarbeiter trotzdem nicht das Gefühl haben, dass er rein in dein Büro kommt, du gibst deine Message ab, der Mitarbeiter wird wieder rausgeworfen, geht seine Kiste packen und nach Hause. Das darf definitiv nicht das Thema sein. So darfst du nicht rangehen. Sondern der Mitarbeiter muss sich angekommen fühlen. Er muss die Gelegenheit haben, sich überhaupt erstmal in diesem Gespräch einzufinden, zurechtzufinden. Deswegen gehört auch für so ein Gespräch eine gewisse Form von Smalltalk dazu. Magst du jetzt vielleicht nicht glauben, magst du vielleicht auch gar nicht investieren als Zeit, ist aber wichtig, damit du den anderen ein Stück weit mit in diese Stimmung einfangen kannst, wo du eine, nennen wir es mal, angenehme Atmosphäre schaffst, damit die Verdaulichkeit deiner Botschaft überhaupt erstmal gewährleistet ist. Verpacke diese Botschaft auch bitte auf eine Art und Weise, die den anderen nicht blockiert. Weil das Problem ist in dem Moment, wo du einen Vorwurf produzierst, wo du aggressiv argumentierst, wird dein Gegenüber dir nicht mehr folgen. Er wird sofort zumachen, könnte man sagen, und alles das, was nachher kommt, kommt bei ihm oder ihr nicht mehr an. Und der letzte Tipp, den ich dir mitgeben kann, ist, sei ein Mann oder eine Frau von Wort. Helfe deinem Gesprächspartner, eine Lösung dafür zu finden. Ich habe beispielsweise in der Zeit, als ich viele Trennungsgespräche geführt habe, mit den Mitarbeitern, mit denen ich diese Gespräche führen musste, auch definitiv dann darüber gesprochen, welche Möglichkeiten ich habe aus meinem Netzwerk heraus, um ihnen möglicherweise den Zugang in eine neue Aufgabe zu ermöglichen. Oder wenn sie in meiner Abteilung keinen Platz mehr hatten, basierend auf den Skills, den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie hatten, vielleicht auch den Wechsel in eine andere Abteilung innerhalb des Hauses vorzuschlagen. Es geht nicht immer nur um das komplette Abschneiden. Es geht darum, dass du diesen Menschen hilfst, eine Lösung herbeizuführen. Das ist übrigens das, was dich davon unterscheiden wird, von all diesen ganzen, nennen wir es mal, empathielosen Menschen, die einfach nur schnell durch und Hauptsache schnell erledigt, an so ein Thema rangehen. Ich hoffe, du kannst ein bisschen was mitnehmen aus diesem Video für das Thema schwierige Gespräche. Denn wenn du dich in die Lage versetzt, dass jemand mit dir ein schwieriges Gespräch führen wird, und vielleicht ist das auch schon vorgekommen, wie viel von dem, was ich dir in diesem Video mitgegeben habe, hättest du dir für dieses Gespräch für dich gewünscht? Wenn du also künftig selber derjenige sein wirst, der diese Art von Gesprächen führt, egal ob als Partner, als Chef, als Kollege, als Gesprächs-, also als Geschäftspartner, denk mal an dieses Video zurück und das kann dir definitiv in vielerlei Hinsicht die Anerkennung deines Gegenübers einbringen, den Respekt deines Gegenübers einbringen und ich kann dir eins sagen, nach vielen Trennungsgesprächen in der Bank habe ich auch unglaublich viele Gespräche Wochen, Monate nachher mit Menschen geführt, die ich sozusagen nicht mehr behalten konnte und die mir damals gesagt haben, Sven, ganz ehrlich, in dem Moment, wo wir das Gespräch geführt haben, war ich natürlich enttäuscht. Ich war angefressen. Ich war bitter traurig, weil ich natürlich in diesem Moment alles andere gesehen habe als eine Zukunft. Aber Fakt ist, dass das, was du mir mitgegeben hast, definitiv mein Leben verändert hat. Und heute sehe ich, das war die beste Entscheidung, die wir gemeinsam treffen konnten. Ein weiterer wichtiger Punkt in der Vorbereitung von Gesprächen ist, sorge bitte dafür, dass die Art und Weise, wie du dich artikulierst, welche, nennen wir es mal, Sprachmuster du verwendest, dass all das dazu führt, dass dein Gegenüber nicht blockt. Denn du möchtest ja, dass das, was du sagst, akzeptiert wird. Du möchtest, dass der andere nicht sofort die Schotten runterfährt, weil du ihn, nennen wir es mal, vielleicht auch auf eine Art und Weise
ja, nennen wir es mal, blamierst oder weil du ihm eine Schuld gibst oder weil du demjenigen nicht mit der gebührenden Wertschätzung entgegentrittst. Immer dann, wenn jemand sofort blockt, wirst du das Ziel deines Gesprächs nicht erreichen. Ich kann dir eins sagen, es gab eine Menge Kollegen, die ich kenne, die genau auf eine solche Art und Weise vorgegangen sind und die haben sich dann am Ende des Tages mit diesen Kolleginnen und Kollegen, die sie praktisch, ja, nennen wir es mal, nicht mehr im Unternehmen haben wollten, dann beim Betriebsrat wiedergefunden oder vom Arbeitsgericht wiedergefunden. Und das sind natürlich Dinge, die kannst du vermeiden, wenn du in dem anderen einen Gesprächspartner auf Augenhöhe siehst und nicht unbedingt jemanden, den du einfach nur loswerden willst. Letzter wichtiger Punkt, und das ist etwas, das war für mich zumindest immer wichtig, weil mir diese Menschen ja eine Zeit lang auch Wegbegleiter waren, dass ich versucht habe, nach meinen besten Möglichkeiten Hilfe anzubieten. Und Hilfe kannst du auf die unterschiedlichste Art und Weise anbieten. Du kannst Hilfe anbieten, beispielsweise, wenn du demjenigen einen Zugang zu deinem Netzwerk gibst und ihm damit die Chance gibst, eine neue Aufgabe zu finden. Du kannst dabei helfen, dass derjenige vielleicht in einer sogenannten Outplacement-Beratung aufgefangen wird und dann nach seinen Fähigkeiten, nach seinen Skills im Außen durchaus über einen dritten Vermittlungspartner einen neuen Job bekommt. Oder du kannst einfach nur dafür sorgen, wenn alles funktioniert, dass dieser Mitarbeiter vielleicht in deinem Unternehmen eine neue Funktion erhält an einer anderen Abteilung. Und wenn du einen Partner hast, eine Partnerin hast, mit der du so ein privates, nennen wir es mal, ernsthaftes Gespräch führen musst, dann geht es auch darum, dass du natürlich das Interesse signalisierst, dass das, was du miteinander an Ergebnis produzieren willst, auch ein Teil deiner Verantwortung ist. Dass du mithelfen willst, ein Problem zu lösen. Dass du auch bereit bist zuzuhören. Dass du offen bist, auch für das, was der andere dir zu sagen hat. Ich kann dir eine Erfahrung mitgeben, die ich persönlich extrem spannend fand. Eine Menge Menschen, mit denen ich genau solche Trennungsgespräche geführt habe, haben mir im ersten Moment natürlich den Eindruck vermittelt, dass sie schwer enttäuscht und unglücklich sind. Und das waren sie auch. Monate später habe ich mit einigen von ihnen intensive Gespräche geführt, weil sie mich angerufen haben und sie haben sich bei mir bedankt. Ich hätte es gar nicht für möglich gehalten. Sie haben sich bei mir bedankt dafür, dass ich in ihnen etwas gesehen habe, für das sie selbst blind waren. Nämlich, dass sie in dieser Aufgabe überhaupt nicht glücklich waren, die sie da ausgeübt haben. Und heute waren sie dankbar dafür, dass ich mit ihnen ein solches Gespräch geführt habe und dass sie durch dieses Gespräch die Möglichkeit hatten, zu dem zu werden, zu dem sie wirklich werden wollten und einer Aufgabe zu folgen, an der sie wirklich Freude hatten. Und das war für mich am Ende eines der, nennen wir es mal, der schönsten Erlebnisse, dass Menschen mir nachher gesagt haben, Sven, so wie du mit mir gesprochen hast und das, was du mir mitgegeben hast und das, wie du mir das Verständnis dafür gezeigt hast, wo ich stehe, warum ich da stehe und warum das definitiv nicht mein Platz ist. Dafür bin ich dir dankbar. Ganz ehrlich, das war für mich ein echtes Highlight, weil das ist natürlich etwas, was du definitiv nicht erwartest, wenn du ein Trennungsgespräch mit einem Mitarbeiter führst. Das heißt also, nimm diese Tipps, die ich dir heute gegeben habe, für all die ganzen Themenbereiche mit, wo du jemals derjenige bist, der aktiv ein unangenehmes, ein schwieriges Gespräch führt. Und geh bitte nicht so ran, dass du es einfach nur schnell hinter dich bringen willst. Denn das wird dafür sorgen, dass du in den Augen der anderen definitiv auch an Achtung verlierst, dass du nicht ihren Respekt hast, weil du dich gar nicht dafür interessierst, wie es ihnen dabei geht. Du interessierst dich gar nicht dafür, was sie nachher machen. Und deswegen mein Appell an dich. Bereite dich gut vor und zeig dem anderen, dass er dir trotzdem wichtig ist und deswegen du dieses Gespräch auf dieser qualitativen Ebene mit ihm führst. Wenn ich dir jetzt einen Tipp mitgeben konnte, freue ich mich natürlich umso mehr. Wenn du noch mehr wissen willst zum Thema Attitude, Business und Investing, dann ist meine Aufforderung an dich, abonniere den Kanal, klick die Glocke, dann kriegst du natürlich jedes Video angezeigt, was wir ab jetzt für dich hochladen. Oder schau dich einfach schon mal um in all den ganzen Videos, die wir bisher für dich aufgenommen haben. Und ich bin sicher, du findest für verschiedene Themenbereiche eine ganze Menge frischen Content und Antworten und Fragen, die du dir vielleicht noch nicht gestellt hast oder wo du gerade auf der Suche nach einem Impuls bist. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.